So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Make Knights of Honor. Im letzten Part haben wir noch einen Prinz geboren gekriegt. Man kann ja jetzt nur beten, dass er schnell genug erwachsen wird. Er käme zurück, weil dein Dasein war jetzt nicht gerade sehr sinnvoll. Also Nietzsche hat sehr interessante Soldaten, die schicken sie von Antalya nach Nietzsche wieder und der ist wieder um. Das ist unnötig, ganz ehrlich. Ja, komm, es. Wir verarschen die Leute. Was? Das kann doch nur Sarkasmus sein vom Spiel, ganz ehrlich. Der nippelt gleich ab und kriegt lauter Kinder. Es muss doch Sarkasmus sein, oder? Komm. Sehr weise von euch, mich zu sehen. Ja, freut mich. Und Nietzsche hat nichts Besseres zu tun, als Soldaten einzustellen. Was ist euer Wunsch? Ja, greift ihn an, würde ich jetzt sagen, aber ne. Gut, dann müssten wir das mal zur Universität auf. Ich bin schön, dass die Truppen mich die halt. Meine diplomatische Botschaft erhalten. Ja. Gut, du bist erfreut, freut mich. Und Spion ist erfolgreich. Ja, guck mal. Ah, oh, er hat einen Prinz. Okay. Na, versagt, aber okay. Ja, das muss ausreichen, um die paar Bauern da zu töten. Für die Ehre. Angriff. Ja, das ist schön. Sehr weise von euch, mich zu wählen. Aufstand. Ist zwar keiner billig geworden, aber trotzdem. Für Gott und Ehre, mein neuer Kreuz. Tut dir jetzt schon wieder Nietzsche um die Leid, weißt du? Aber naja. Was soll's? Kämpfen und tschüss. Ein weiter echte Nachrichten. Sie haben einen unserer Retter gefangen. Sie werden mich nicht brechen. Besser er als er hier. Und tschüss. Mann, jetzt kapier. Ich sympathisieren hier hinten schon wieder. Greifst du die an? Nö, war ja klar. Prinz ist erwachsen! Oh, großer Führer, du hast mich erhöht. Wir haben eine Nachfolgen. Alles ist prima. Wir werden vielleicht nicht alles verlieren. Wir haben einen Nachfolger. Wir haben einen gottverdammten Prinzen. Geil. Geil, 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 kann ich dazu nur sagen. Und weil ich so geil drauf bin, stecke ich den mal als Kleriker hier in Kiew. Mein Herr. Tachchen. Da bitteschön. Kaskier für dich ganz alleine. Kannst da schalten und walten, wie du willst. Jakob, du kannst jetzt abnippeln. Das ist mir jetzt scheißegal. Ganz ehrlich. Naja, egal. Ach, wir haben einen Nachfolger. Und du kannst es gleich nochmal probieren. Jawohl, er wurde getötet. Das ist schön. Ja. Oh, jetzt nochmal Spion werden und dann den Prinz, den Herzog oder was auch immer ermorden, das wäre ein Traum. Das wäre mehr als ein Traum. Na, schaffst du es vielleicht noch, den umzubringen? Oh. Und die wollen noch ein Handelsabkommen. Ja, na, gut, dann haben sie wohl noch nichts bemerkt, obwohl seltsam ist, weil ich meine, die müssen ja irgendwie, wie müssen die ja das Geld kriegen und so, ne? Ja, ich bin heimlich und so. Lass mal frei. Oh, der ist mittlerweile sehr gut. Das ist sehr schlecht. Mein Herr, für die Ehre. Ivan. Ausländische Sympathisanten. Ach komm. Ihr seid nicht witzig. Dann auf Kreta. Die schöne Stadt Kreta. Kreta Margareta. Der König. Ja, das war jetzt aber seltsam. Zurück in der Kirche, eure Hoheit. Der Papst hat euer Königreich wieder in Schoß der Kirche aufgenommen. Das ist nett, dankeschön. Überall sind Rebellen gebildet, aber wir haben unsere Ländereien erhalten. Geil. Oh, hier sind wieder Soldaten. Ach nee, römische Infanterie haben wir selber. Monoch. 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 Ich habe ein neues Wort davon. Monoch. Wie schön, wir haben... Wir sind noch nicht aus dem Spiel. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Wir können die Provinz bekehren. Wir probieren es mal. Oh Gott, bekehren war das, wo der sterben könnte. Scheiße, hoffentlich nicht.
Weil dann könnten wir allgemein mal so Kleriker von Stadt zu Stadt schicken und die Provinz mal so bekehren und sie beruhigen, die Bevölkerung, damit sie über die Fresse hält. Was ist denn das für einer, der... Oh, jugendlich, das ist gut. Dann ist gut, wenn er jugendlich ist, dann hat er ja noch ein bisschen Zeit zum Kinderkriegen. Ja, tut mir leid, aber was anderes sind die nicht nützlich. Für die Ehre. Ja, für die Ehre. Für die Ehre. Für den Irren. Gott. Was ist euer Wunsch? Was hältst du nur davon, wenn du dir... Naja, du hast selber Deutsch, Ritter. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du dann einen Sohn kriegst und sowas und der... Na, wohl Sohn, ne. Wenn du zwei Söhne kriegst und dann kriegt der eine... Die Armee, Bekehrung, ein großer Erfolg, Gott sei Dank. Ja, möge euch die Sonne den Weg weisen. Ja, dann... Eine weise Entscheidung? Ein Mitglied eures Hofs wurde gefangen genommen. Schade. Holt mich hier raus. Och, bist du teuer. Ja, Verbrechen in die Tiefe. Wir haben einen zurück hinter den Schutz der Stadtmauer. Ich will jetzt endlich wieder Spion werden und den umbringen. Einer unserer Retter. Ach komm! Langsam wird es nicht mehr witzig. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Mein Herr. Hier waren da noch mehr Rebellen, oder? Scheiße, die haben jetzt wieder so ein Vor. Ja, mein Herr. Und dann sind die immer so fast unsterblich. Kennt man ja, ne? Die haben meine Taktik geklaut, die Arsche. Eigentlich wäre hier ein Hafen optimal. Haben wir hier einen Hafen? Der Papst hat zum Kreuzzug aufgerufen. Schön für ihn. Admiralität und hier die Palisade ausbauen. Bündner, vergiss es. Ich hab's doch nicht vergessen wegen. Für die Ehre. Ganz am Anfang und so, ne? Oh, du bist verschwunden. Das ist. Alter, sind viele verreckt. Aber okay. Warum ist der verschwunden? Politische Übersicht. Haben wir denn hier jetzt noch einen Aufstand? Gerade nicht, ist ja erstaunlich. Die sind auch eigentlich alle recht nett zu mir. Oh, Nietzsche ist wieder nur noch eine Stadt. Schade. Antalya hat nur Fische, sonst nichts. Politische Übersicht. Bedeuten für mich Anatolien. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen. Ja, nö, eigentlich nicht. Königliche Heirat, sehr gut. Mein Herr. Erfreut mich, erquickt mein Herz. Seine Exzellenz der König und die königliche Familie. Die sieht ja irgendwie seltsam aus, ne, egal. Für die Ehre. Ja, ja. Ja, bist ja schon wieder da. Politische Übersicht. Aufzugreichen. Sehr weise von euch, mich zu wählen. Werd am besten Spion und töte den König. Das wäre mir sehr lieb. Aber machst du wahrscheinlich eh wieder nicht, weil du ein Arsch bist. Jawohl, ein Arsch bist du. Lässt dich wahrscheinlich auch noch freiwillig gefangen geben, ne? Mein Name ist Ganze Goldsäcke wird. Naja, sieht zwar anders aus, aber okay. Möge Gott euch schützen. Ich will, dass der Papst wird. Deswegen bilde ich den aus. Ein katholisches Königreich wurde aus der Kirche verstoßen. Sizilien wird irgendwie andauernd rausgeworfen. Gut, Libanon würde ich ganz gerne angreifen, weil da hätten wir so eine Verbindung. Ich würde auch ganz gerne. Naja, hier und da, aber, naja, oder Polen. Wo hat denn Polen? Also Polen hat er oben noch. Weil dann hätten wir unser Reich ein bisschen verbunden. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Muss ja nicht sein, aber wäre nett, ne? Für Gott ja. Ehre, ein neuer Kreuzzug. Ich denke mal, wir konzentrieren uns wieder so ein bisschen auf den Ausbau. Denn hier unten hatten wir, hier oben hatten wir auch noch nicht alles ausgebaut. Erstmal eine Fischpöklerei. Wie sieht es mit den Errungenschaften aus? Haha. Gut, wir haben die glorreiche Eroberung. Man erhält plus 3 Moral im Kampf. Und wir haben die 3 Felder Wirtschaft, plus 100 zusätzliche Nahrungseinheiten und plus 1 Nahrungsgewinnung. Als nächstes holen wir uns dann den Zucker, dann haben wir Frühlingsfeste, dann erhöht sich die Zufriedenheit. Danach noch Ebenholz und Elfenbein, dann haben wir 30% und das. Ja, ja. Das ist alles schön. Können wir auch bald holen, weil wir haben ja hier alles. Ah, hier, guck mal. Zucker, habe ich gesagt, ne? Zucker. Zucker, Zucker. Wir haben eine königliche Errungenschaft erlangt, meine Frühlingsfeste. Die königlichen Errungenschaften eurer Hoheit. Ja, das habe ich eben schon erzählt.
Aber mir läuft die Nase. Ich weiß nicht warum. Tut mir leid, ich weiß nicht warum. Dich brauche ich nicht. Deswegen rüste ich dich aus. Nein, ja, was? Oh, danke schön. Das ist eigentlich sehr nobel von dir. Ich fühle mich jetzt ganz ehrlich ein bisschen scheiße, jetzt da noch jemand hinzuschicken normal, aber... Königliches Kind wurde geboren. Ja, ich will keine Prinzessin. Komm schon. Eure Hoheit, ich darf die königliche Familie. Na gut, du bist noch sehr jung. Ich hoffe, ein neues Gebäude, eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, dass da noch ein Mädchen, dass noch ein Junge draus wird. Bitte. Ich biete dich. Dann die Bäckerei reißen wir mal ab und bauen eine Anlegestelle und dann daraus noch eine Admiralität. Oh, hier ist. Ah, langweilig. Der reichste Herrscher. Ich bin natürlich der reichste Herrscher. Was ist denn hier schon wieder? Oh, guck mal. Libanon. Wandelt durch meine Ländereien. Guten Tag, mein Herr. Tagchen. So, man kann leider nicht gucken, wie alt der Papst ist oder wann er krepiert, aber. Ist ja schon wieder ein bisschen länger her, dass er krepiert hat. Ne? Also, denke ich mal, wird es bald soweit sein. Hier hatten wir ja alles, ne? Na gut, hier noch nicht. Wir haben Graf Irzi gefangen genommen, der aus Salonki zu sein scheint. Aha. Saloniki, bin, Prinzessin, ich brauche keine weiteren Bündnisabkommen. Nein, was? Kreuzzug, Marschall Motosch. Gegen Bagdad nicht. Ja, dann wurden wir halt mal wieder exkommuniziert, das ist mir egal. Saloniki. Wo the fuck ist Saloniki? Ach, hier ist Saloniki. Nur das finde ich ja nett, ne? Also dann. Was ist euer Begehr? Ach, nix. Ich bin schon unterwegs. Sehr weise von euch, mich zu wählen. Ist aber schon interessant, dass es so lange gebraucht hat, sag ich mal. Ihr seid mein. Mein. Nur mein. Weißt du was, du kannst mich mal. Wer ist dein Herr? Ich hoffe, das ist jetzt auch ein Spion. 22. Gut, 22 ist das höchste aller Gefühle. Wie viel machst du? Du machst 15. Vergiss es, du handelst ab sofort mit Deutschland. Ich warte gespannt auf eure Befehle. So, dich traue ich noch nichts auszubilden, weil du bist vielleicht wieder nur ein Spion, aber wir haben hier zwei Spione, die aufpassen müssten. Seine Exzellenz, der König. Aha. Und die königliche Familie. Hier, Prinzen, ne? Nicht Prinzessin. Und so. Sag das deinen Spermien. Die sollen Prinzen produzieren. Gut, wir sind schon wieder bei 13 Minuten. Wir sehen uns im nächsten Part von Knights of Honor wieder. Auf Wiedersehen.